Tierfreundinnen und Tierfreunde. Am Anfang steht wie immer die Vermittlungsnachricht. Der vor einer Woche vorgestellte schöne Mischlingsrüde Guy hat einen Interessenten, der sich für einen Besuch angemeldet hat. Hoffentlich stimmt die Chemie beim ersten Zusammentreffen. Für Guy wäre die Tierheimzeit dann vorbei und ein schönes neues Hundeleben könnte beginnen. In unserer heutigen Folge stellen wir wieder Fundkätzchen vor, die dringend schöne Katzenreviere suchen. Im September dieses Jahres wurde das ungefähr 6-jährige getigerte Katzenmädchen in Gotha in der Salzmannstraße gefunden. Es hat trübe Augen und kann nicht gut sehen. Die liebe, schmusige Mieze wartet sehnlichst auf Menschen, die sie streicheln. Wegen ihrer Sehbehinderung soll das Tigerchen in Zukunft als Wohnungskatze leben. Katzenfreunde, die schon immer eine unkomplizierte, anhängliche Mieze wollten, sind die perfekten neuen Freunde für sie. Ein Sessel und das Tigerfältchen auf dem Schoß, so endet ein nasser Herbsttag gemütlich und wohltuend. Nun werden noch 2 Katzenbabys vorgestellt, die im August 2016 geboren wurden. Die 2 sind auch Mädchen, aber keine Geschwister. Das getigerte Baby wurde in einem Karton vor dem Tierpark in Gotha abgestellt, wo es natürlich nicht wohnen kann. Das schwarz-weiße Böffchen wurde in Gotha in der Schlegelstraße gefunden. Beide Mädchen sind sehr ängstlich und kuscheln sich dicht aneinander. Das ist natürlich kein Wunder, denn sie vermissen ihre Mama, von der sie normalerweise das Leben auf dieser oft rauen Welt erklärt bekommen hätten. Nun sind die beiden Freunde geworden. Und Tieranleiterin Katrin Mattes würde sie Katzenbabys gern zusammen vermitteln. Da sie so schüchtern und ängstlich sind, sollen sie auch nicht in eine Familie mit kleinen Kindern gegeben werden. Ein ruhigeres Zuhause mit einem Rückzugsort und Menschen, die den beiden Geduld und Zeit geben, im Leben anzukommen, das wäre ihr Katzenglück. Sie werden das Vertrauen zu ihren Menschen gewinnen und ihnen viel Freude in den Alltag.